Dann tue ich hier auch mal noch schnell die Tomaten. Ich weiß, was du unter einigermaßen vorstellst. Ein bisschen dicker wie ein Sparschäler. Ja, könnt ihr eine Schelle nehmen. Ja, das ist jetzt das Gericht, das du auch bei dir im Geschäft machst? Da haben wir jetzt nicht bei mir im Geschäft, weil ich arbeite nebenbei noch an einem Kochbuch irgendwie seit längerem. Und das ist jetzt ein Gericht, das nicht drin sollte vorkommen. Wo jawohl. Buch dann rauskommt, ist das genau. Da haben wir eine Pfanne mit weißem Balsamico-Essig. Tun wir da rein. So. Aber weißt du, wenn du einen Kochbuch machst, musst du ihn anschreiben, habe ich gekocht im Tomaten. Ja. Ich tue es dann dort widmen, oder? So, dort rein geben wir die Tomaten, die wir da halbiert, in drei Teile geschnitten haben. Und die tun wir jetzt da einer schnell dämpfen. Dann tun wir da noch, haben wir da noch Champignon. Tun wir da noch schnell. Ich glaube, schmeckt nicht wahnsinnig nach heißen Tomaten? Nein, gar nicht. Nicht? Nein. Weil es wird ganz normal auch noch angemacht mit Olivenöl, ja. Und dazu eben noch der Essig. Ah, selbst schon. Jetzt geben wir da gerne ein bisschen Olivenöl rein. So. Schon heiß? Ja, ja. Schauen wir mal. Jawohl. So. Und die sollten ein bisschen Farbe nehmen, oder? Richtig, dann geben wir jetzt ganz schnell ein bisschen Farbe. Aber das geht alles eigentlich recht schnell. Und dann tun wir da noch die Frühlingszwiebeln. Du hast gesagt, 2 Minuten hast du gesagt. Ja, gut, vielleicht sind wir ein bisschen knapper mit 2 Minuten. Meine Zeitangaben sind immer sehr, sehr knapp berechnet. Das ist ja so bei dir. Ja, dann gehen nur noch 2 Minuten bis Krieg. Nur noch 2 Minuten. So, dann geben wir ein paar Zucchini-Streifen dazu. Dann ein bisschen für den Erfolgszimmer. Das ist einfach alles so ganz leicht anbraten. Genau. Ja. So, für ein Ding lange das schon. Und eigentlich ohne, wir haben noch gar nicht gewürzt und das schmeckt so fein. Nein. Das tun wir jetzt aber hier noch ganz bisschen schnell mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Geht es da noch eine Stufe höher? Nein, nicht mehr. Gut, nein. Lassen wir sie so sein. Stufe höher. Noch kurz ein bisschen Silo. So, jetzt tun wir da noch den Speck dazu. Braucht schon noch ein bisschen Geduld, aber sonst. Mhm. Also wenn alles parat ist, sollte der Salat eigentlich recht schnell fertig zubereitet sein. Ja. Ja. Alles in einer Pfanne. Hä? Super, da wäre alles soweit, Josh. Schmeckt uns gut. Wir können eigentlich schon anfangen anrichten. Dazu brauchen wir hier noch unseren Mozzarella. Da noch ein bisschen Basilikum. So. Nehmen wir mal schnell rüber. Bin ich gespannt, wie der geht. Ah, jawohl. Wir nehmen Tomaten. Wir nehmen ein bisschen von dem. Wir nehmen Speck. Ein bisschen Basilikum. Frühlingszwiebeln. Ah, du hast immer so ein bisschen auftürmen. So, genau, ja. Genau. Dann nehmen wir die Mozzarella, die nächste Tomate, so, so, da. Topper, hä? Hoffen wir, kein Tatürm lässt uns nicht um, da, oder? Nicht so schlimm, das reparieren wir noch wieder, gell? So, voilà. Da wäre es eigentlich schon gewesen. Champignon dann noch, gell? Jawohl, Champignon, die verteilen wir nachher noch rundherum. Ah, und jetzt tust du Essig. Jetzt geben wir den Essig einfach da noch so ein bisschen drüber. Jawohl. Würzen da vielleicht noch ein bisschen mit Salz. Pfeffer. Olivenöl. Ein gutes Olivenöl ist sehr wichtig für Salat. So. Dann nachher können wir eigentlich da noch und jeder da. Ein bisschen da rundherum verteilen. Voilà. Vielleicht da immer noch hin. Jawohl. Und da wäre es eigentlich schon gewesen. Mit dem lauwarmen Tomaten-Mozzarella-Salat. Ganz genial, vor allem ein Stück ins Maul. Ja, absolut genial. Dafür, jawohl. Das sieht lässig aus. Schnell gegangen, wirklich. Gut, super. Also, Oliver, wir machen das zweite Gericht, jawohl, genau, den Fisch. Da haben wir vorbereitet, irgendwo Zitronengras, Zwiebeln, Knoblauch, Zitronenblätter. Und da haben wir noch Shrimp-Paste. Den kriegt man jetzt nicht gerade überall, wenn man vielleicht gerade durch zu einem Asialaden vorbeiläuft. Den kann man da kaufen. Du könntest mir noch ganz schnell die zwei Peperoncini entkernen. Sehr gerne. Genau. Ich kann mich vorbereiten. Ich tue da in dieser Zeit ein bisschen Olivenöl. Weißt du, dass ich wieder mit den Fingern nachher in die Augen reingehe? Ja, bei mir ist es immer schön, ich habe Linsen, oder? Ah, du hast Linsen, das ist noch schlimmer, oder? Nein, nicht, oder? Ich denke, noch schlimmer mit Linsen. Ja, es ist schlimmer, ja. So, da geben wir mal die Paste rein. Oder kannst du die Linsen rausnehmen, weißt du, brennen und die Linsen.
Nein, es ist jedes Mal ein Theater. Ja, man kann sich die Finger nachher noch waschen und man merkt es gleich, gell? Richtig. Also, hast du jetzt, komm, das ist jetzt die Schrimppaste, die wir natürlich anwollten. Jawohl. Die stinkt halt wirklich im ganzen Haus nachher. Aber ich finde einfach, mit dieser Schrimppaste ist einfach die Soße noch ein bisschen besser wie ohne. Jawohl. So. Denn da können wir schon dazugeben, die ganzen frischen Gewürze. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, was für eine Reihenfolge jetzt da. Also hast du Zwiebeln, also. Dann hast du den Ingwer, hä? Jawohl, genau. Und Zitronengras. Zitronengras, Zitronenblätter. Und irgendwann sollte noch Peperoncini drin noch kommen. Genau, da heisst du musst ein bisschen, ja, einfach irgendwie, ja. Nicht viel, ja nicht so. Wahnsinn, oder? Das wird auch sehr scharf. Ja. Du hast etwas vor. Ja, das merkt man nicht so. So, noch ein bisschen rauf. So. So. Alles? Ja, ja, alles. Boah, tschabba, bumba, da läuft etwas bei uns. Super, so. Können wir gleich weiter tun, hä? Dann hier haben wir Kokosmilch. Mhm. Frisch vom Asialaden. Ja, wir sehen es, das ist ziemlich ein bisschen dick. Sie ist jetzt noch fest, weil ich habe sie... Kühl gewesen, oder? Ja, aber es ist leider kühl gewesen. Ja, das ist schon gut, oder? Aber die wird wieder flüssig, wenn wir sie da reinwerfen. So. Schmeckt fantastisch. Eben, man muss immer wissen, das ist schon Kokosmilch. Es ist kribbenige Kokosnuss, die wie gerieben wird und dann ausdruckt, oder? Richtig. Das ist also nicht das Wasser, das drinnen ist, oder? Sie trennt sich zwar schon, es hat ein Wasser, oder? Darum sollte man sie einmal, wenn man das Ganze braucht, sollte man es noch kurz noch mal aufrühren, oder? Weil sonst hat man unten das Wasser und oben dran ist das Ding. Oder? Aber eben, es ist nicht Kokoswasser, sondern wirklich ausdruckte Kokosnuss, oder? So, geben wir jetzt alles da rein. Uja, geben wir auch noch ein bisschen, weil nur mit der Kokosmilch wird es sonst eine sehr, sehr dicke Soße. So. Du lässt es auch noch mit einköcheln und so. Jawohl, würzen müssen wir sie dann wahrscheinlich noch mit Salz. Pfeffer wahrscheinlich braucht es nicht mehr so viel, wegen der Peperoncini. Jawohl. Das hat schon genug Peperoncini. Dann können wir da den Fisch vorbereiten, dann ein bisschen würzen. Weiß wir machen nur Reis viele. Viele haben es gerne scharf. Wenn jemand gerne schärfer hat, dann mehr Chili rein. Pangasius-Filet, hä? Pangasius-Filet, richtig. Da ist jetzt ohne Haut. Kommt meistens ohne Haut geliefert. Ist ein Süßwasserfisch. Das wissen viele nicht. Viele denken, das ist ein Salzwasserfisch. Ja, richtig, ja. Jawohl. So, ein bisschen Mehl. Ja, Pangasius ist schaurig beliebt worden. Es ist sehr beliebt und vor allem ist er sehr, sehr günstig. Ja, preiswert, ja. Ja, so ist er wirklich. So. Ich gebe ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und dann kann es, glaube ich, schon losgehen. Ich sehe, du schaffst viel mit Olivenöl, he? Ich schaffe sehr viel mit Olivenöl, richtig. Und ich lege auch sehr Wert auf Olivenöl, auf gutes Olivenöl, oder nicht einfach auf so günstiges, oder? Das macht aber schon sehr viel aus, vor allem bei den Salaten auch. Soll ich, wenn du dann Fischbrot willst, den Risch schon rein tun? Ja, genau, machen wir es so, oder? Dann ist das schon vorgekocht, oder? Richtig, vorgekocht. Basmati-Reis passt hervorragend zu dem Gericht. Macht es ein bisschen authentischer wie einfach den normalen Reis. Der Fisch sollte eigentlich fast gut sein. Wir geben jetzt in der Zeit, die er noch braucht, geben wir noch Gemüse in die Pfanne zu der Soße dazu. Man muss sagen, das Gemüse ist schon vorgekocht. Das ist alles vorgekocht, richtig, genau. Vorgekocht, vorblanchiert. Wie man will, die das zusammenschneiden, ist auch ganz egal, was für Gemüse das man nimmt, wenn man gerade Lust drauf hat. Ja. So. Wenn wir dann noch einmal aufkochen, dass das Gemüse heiß ist, dann noch können wir anfangen anrichten. Also, Reis habe ich rausgenommen? Jawohl, Fisch ist fertig, Gemüse ist fertig, die Soße ist bereit, schmeckt. Okay. Tipptopp, jetzt geht es ums Ganz genial. Aber du hast gesagt, das ist in deinem Kochbuch das Gericht, gell? Nicht ja, richtig, Restaurant. Genau. Also, nein, da haben wir jetzt im Restaurant, jetzt aber mit einem anderen Fisch. Okay. Genau. Weil der Fisch, den wir haben, den kriegt man nicht überall her. So, den lassen wir noch schnell drauf, bis wir fertig sind. Aber deine Küche im Geschäft ist auch ein bisschen mediterran, oder? Die ist auch mediterran und international. Ja. Genau. So, da ein bisschen Gemüse drauf. So. Schmeckt genial, hein? Fisch. Geben wir so oben drauf. Ein bisschen Soße. Ich bin jetzt überrascht, dass es nicht so scharf geworden ist. Mit den ganzen Chili, gell? Lass mich noch prüfen, vielleicht hat sie jetzt durchgezogen. Ja, aber sie ist trotzdem nicht scharf geworden. So. Nein, ist nicht scharf. Jetzt schauen wir mal, ob der Reis da noch irgendwie einigermaßen wegkommt. Oh. Klebt ein bisschen. Das ist schon Klebereis, sag ich mal. Klebereis. So, da garnieren wir vielleicht noch ein bisschen. Sieht schön aus, hä? So.